So, da sind wir bei Saw the Game, weiter geht's. Wir stehen vor Obi, der da in diesem Ofen gefangen ist. Und wir haben letztes Mal bei diesem Drehrätselspiel, ein Drehrätselspiel. Kennt ihr nicht? Ma. Da haben wir ein bisschen gefailt. Und zwar muss man da diese Rohre verbinden im Prinzip mit diesen Drehscheiben. Ihr werdet es gleich sehen, das überspringen wir, das kennen wir ja schon alles. Ich bin tierisch mies in diesen Spielen, ich kann die voll nicht, diese Drehscheibendinger. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt einigermaßen schnell hin. Und irgendwie sterbe nicht noch fünfmal. Wir werden sehen, ob das klappt. Ich vertraue der Sache immer noch nicht. Nope. Ich vertraue dieser Sache nicht. Okay, Nummer 1 ist aber schon mal gelöst. Das ist gut. Beim zweiten habe ich ja letztes Mal gefailt. Also, das war auch irgendwie ein bisschen cheap. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wie zum Teufel mache ich hier jetzt weiter? Das da. Okay, gar nicht so schlecht bisher. Vielleicht so jetzt? Nein. Nein. Nein! Au, oh, hey, Moment. Ich hab's, glaube ich. Hör auf mit dem Kack. Hör auf. Ich hab's. Hab ich's? Yes! Ich glaub's nicht. Ich hab's geschafft. Schauen wir uns das dritte Mal an. Ach du heilige Scheiße. Was willst du selber machen? Du willst es dir selber machen? An was denkst du denn jetzt bitte, Mann? Okay. Ach du Scheiße. Wie soll das denn funktionieren? Hier. Oh ja. Moment mal. Yes! Verdammt, das dritte war aber einfacher als das zweite. Das haben wir geschafft. Sehr nice. What are you talking about? Aber mal ernsthaft. I called out to him, put an ad in the paper, asking, begging to be tested, to learn. He called out to me and told me to come here. I was finally going to play my game, but then you had to come along. You asked for this? Didn't you? Isn't that why you're here? Jesus, you're just as crazy as him. Crazy man! We're in an asylum. We're all crazy. Irrenanstalt. Jetzt hat das offiziell bestätigt, dass wir in einer Irrenanstalt sind. Ich weiß nicht, ob das davor schon mal jemand gesagt hat oder ob es irgendwo stand. Ich weiß es nicht mehr. Hat geklappt auf jeden Fall. Obi ist bekloppt in der Birne. Vor allem, wie hätte das bitte gelöst sollen? Von innen, Mann. Alter, du warst im Ofen. Ich war vorm Ofen. Du warst im Ofen. Die Schalter waren außerhalb vom Ofen. Was verstehst du daran nicht? Du rattengesichtiger, komischer Kerl. Hässlicher Austauschschüler. Okay, interessante Aufgabe. Klingt ein bisschen anders als die anderen bisher. Was haben wir denn hier für eines? Ein Beil! Holy fuck, ein Beil. Okay, das nehme ich mal mit. Ist zwar auch lahm wie Sau, aber was soll's. Nehme ich jetzt mal mit. Wow, das ist creepy. Hat was, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder auf irgendeine komische Sprengwurstfalle drauf tapp und einfach mal... Hallo Gas. Mir ein drittes Arschloch reißen lassen. Holy fuck, da hängt ein Schwein. Warum hängt da ein Schwein in der Mitte? Was ist falsch bei dir? Was haben Warte mal, müssen wir jetzt wieder Schweinekästen schieben? Obi? Wenn wir Schweinekästen schieben müssen, schiebst du Schweinekästen. Weil du bist eine Ratte. Du bist näher verwandt mit ihnen, verstehst du? Okay. Säurefass durchsuchen. Da ist er doch. Na, es hat er nicht so weh getan, auch zu leiden. Ein bisschen Säure auf der Hand. Kein Problem. Achso, das ist der Schlüssel von hier direkt mal gewesen. Verlassen Sie die Treppe. Finden Sie Jigsaws. Nächsten Hinweis. Erlaube mir eine Frage. Ist der nächste Hinweis in Form eines Drahtseils, das hier im Gang gespannt ist, das mir den Arsch aufreißen könnte? Was zum Teufel? Throwing away your life chasing Jigsaw. Can't you see, he's giving you a gift.
the opportunity to live life without this obsession? You lack perspective. I can't stand by as you throw away this gift from Jigsaw. Was bist du denn für ein Fanboy? Du bist ein Fanboy? Oh Mann. Na gut, dann verzieh dich doch, ist mir auch egal. Habe ich eine Last weniger? Kann ich allein mit meinem Beil durch die Dunkelheit gehen, weil ich so ein cooler Kerl bin. Hallo? Ich hab ja schon ein bisschen Angst, irgendwie. Okay. What the fuck, wo sind wir hier? Ich habe Angst, dass ich irgendwo drauf trete. Das ist eigentlich das viel größere Problem. Auf irgendwas drauftreten. Auf eine Spinne oder so. Igitt. Sprengfallen, ja gut, okay, aber Spinnen? Na, geht mal gar nicht. What the fuck? Ich spiele das Spiel nicht mit. Das war jetzt aber nicht der Kerl, den ich hätte. Nee, der liegt da schon eine Weile, so wie der aussieht. Der liegt da schon eine Weile. Jigsaw räumt aber auch selten auf. Der hat nicht mal eine Putzfrau in diesem Riesenkomplex, Mann. Oh ja, das ist Tonwand. Schweinebärmann! Was stand da dran? Das war jetzt relativ schnell weg. Finden Sie im Wohnbereich eine Glühbirne? Finden Sie in der Cafeteria eine Glühbirne? Eine Glühbirne. Keine Energiesparlampe? Nein. Jigsaw ist hardcore, der benutzt noch Glühbirnen. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich nicht die Cafeteria, habe ich recht? Entschuldigung, ist hier die Cafeteria. Ich hätte schon Bock auf einen Kaffee. Ich sollte mir Kaffee machen. Aber erst spiele ich die Folge zu Ende. Das wäre nur fair. Scheiße, es ist dunkel. Scheiße, es ist dunkel. Rohr. Nein, ich will kein Rohr. Lass dieses Rohr liegen. Lass aufs Beil liegen. Scheiß aufs Beil. Wir haben unsere Fäuste. Falcon Punch. So sieht's aus. Wir brauchen nur den Falcon Punch. Oder den Tap Punch. Den Tunch sozusagen. Ja, das ist der Tunch da in dem Fall. Weil Tap Punch klingt scheiße. Mal ernsthaft. Das kann man nicht mit jedem Namen machen. Da hat Falcon schon ein Privileg mit seinem Namen. Ich schätze mal, das ist einer der Bereiche, wo ich hin muss. Weil der ist so schön beleuchtet. So, was haben wir denn hier Feines? Kombination. Warte, okay, nein, das ist doch nicht einer der Bereiche, oder? Theater. Steht auf beiden gleich drauf von den Zahlen her. Okay, ich wollte nur vergleichen. Nicht, dass da irgendwie eine geheime Botschaft drauf eingeritzt ist, die man nur mit Pipi wieder sehen kann. Sehen machen kann, wollte ich sagen, ja. Sehen machen kann, ist schon eine Aussage. Das. Holy fucking shit, die Ratten werden nicht mehr kleiner. Sehen lassen. Nee, was habe ich gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr, so dämlich war es. Gucken wir mal. Wir müssen also irgendwie eine Glühbirne auf jeden Fall finden. Und hier sind. Das ist aber kein Sprengstoff, oder? Nö. Ist das Sprengstoff? No. Es ist nur dieser Stromkasten. Und ah, guck an. Hier, ach so, mach mal aus den Scheiß. Das brauche ich jetzt gar nicht. Erstmal, warte mal, was zum Teufel? Hallo? Da ist doch irgendwo einer. Da war doch gerade einer. Ich hab's gesehen. Okay. Das war irgendwie strange. Was zum Teufel? Wer war das? Oder wo ist der? Ich traue der Sache jetzt gerade nicht so wirklich. Ah, okay, jetzt sind wir. Ach, okay. Das war einfach nur, dass wir diesen Stapelumgang haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine weitere Fallakte für euch. War das der Schweinebärmann, der hier so lang gelaufen ist? What the fuck? Oh, nein, war es nicht. Ah, und der Punch, Punch, Punch. Und ich mach's Licht aus für dich und dann mach ich's wieder an. Weil ich kann dich nicht teabaggen, weil ich mich nicht ducken kann. Weil er keine Schuhe anhat. Das ist das einzige Argument, das ich mir vorstellen kann, warum der Kerl sich nicht ducken kann. Gut, wenn man es im Spiel vielleicht nicht braucht, aber es wäre trotzdem schön gewesen, seinen Bewegungsapparat benutzen zu können. Whatever. First world problems in this. What? You can't kidnap me again! Haven't I suffered enough? You fail to learn the reason for your suffering, Jeff. Life is worth preserving. I don't want the pain anymore. The closer you get to losing everything, the
more you will understand why life is so precious. Gut, da hat er wiederum recht. Es gibt, es ist schwierig. Es gibt ein paar Sachen, da muss ich Jigsaw wirklich zustimmen, was er da sagt. Aber er macht es natürlich auf eine extrem überzogene Art und Weise. Das könnte man auch anders machen. Er hätte auch einfach Psychologe werden können. Aber nein. Er muss eine Irrenanstalt kaufen und einen Haufen Scheiße reinstecken und Fallen bauen. Warum nicht? Ein Mann braucht ein Hobby. Das ist zwar ein bisschen ausgefallenes Hobby und wahrscheinlich auch recht teuer. Im Vergleich zu Zocken oder Let's Playen. Aber hey, jedem das seine. Mein Gott, ich will ihn nicht verurteilen deswegen. Oh, Bohrer auf den Hals. Autsch. Jeffs Geständnis. Okay. Wow, gut. Also ich bitte, ich habe Angst, weil es gab schon so lange keine Sprengfallen mehr und das sieht auch nicht gut aus. Da werden die Minecraft-Männchen hergestellt. Oh mein Gott, es ist Mutter Minecraft. Mutter Minecraft. Shit, das habe ich ihm gar nicht zugehört. Was? To the left and the right. Down each path is the light. Ach so. Okay, dann geht eine richtige Cafeteria. Mutter Minecraft. Therapiestuhl. Ja, sag ich doch. Siehst du? Mutter Minecraft. Da werden sie zu diesen willenlosen Blockfiguren gemacht, die, von denen wir auch sagen können, dass sie in Lava springen sollen. Oh mein Gott. Wie grausam sind wir eigentlich? Wir sind eigentlich nichts anderes als Jigsaw in klein. Also Billy in dem Fall. Nur ohne Dreirad. Ah. Holy. Das war ein Engel. Die hat wohl geleuchtet, Mann. Das war die heilige Ratte. Wir haben die heilige Ratte getroffen. Okay, da ist der Wohnbereich. Ach, blockiert. Ich gehe zum Wohnbereich. Ich gucke, ob ich die Glühbirne finde. Wo ist die Glühbirne? Wo ist die Glühbirne? Okay, da muss ich dann wieder irgendeinen Umweg hier nehmen. Hier rein Puppen. Nein, ich nehme keinen Puppenarm. Strom. Ah, ich brauche Koppler. Lass mich raten. Koppler. Koppler, Koppler, habe ich schon mal gehört. Was ist das? Klingt köstlich. Ein köstlicher Koppler. Nein, wo zum Teufel gibt es keinen Koppler? Ah, hier ist noch ein Raum. Oh, habe ich echt beim Bumsen gestört oder was? Tut mir leid. Ihr könnt doch einfach eine Socke an den Türknopf hängen oder was auch immer, wie ihr Braten das macht. Was gibt's hier Feines? What? Where does the Narwhal Bacon? Nein, das ist aus dem When. Where does the... Oh, was? Was? Oh, oh. Was? Ach, Trolle! O-W-E-R. Was ist denn das für ein anderer Buchstabe hier? Verdammt, eine Opa. The power. Where does the power lie? Oh Gott, das war jetzt aber auch eine Geburt. Überall diese Scheißscherben, Mann. Überall diese Scheißscherben. Hier ist aber auch irgendwie nichts spannend. Ah doch, hier, guck mal, hier, da war das ja blockiert. Und dann entblockiere ich das jetzt doch einfach mal. Entblockieren. Wow. Das war bescheuert. Entblockieren. Ja, gucken wir uns mal den Stromkasten noch kurz an. Ich bin ja jetzt Profi in sowas. Oh Mann. Ja, leider. Na, Profi würde ich mich jetzt nicht nennen unbedingt. Ich fail immer noch hart daran, aber ich habe ja... Ich habe mein Trauma ein bisschen überwunden nach dem unglaublich traurigen Fail, den ich da vollzogen hatte. Okay, das ergibt keinen Sinn. Warum sollte... Nein, das ist doof. Das muss wahrscheinlich hier ran. Dann so oder keine Ahnung. Ich habe ja keinen Zeitdruck, von dem her kann ich jetzt ein bisschen gediegener machen und ich muss nicht hetzen wie ein Mongo. Okay. Wie wär's damit? Und dann funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ah, hier, so. Jetzt aber. Jetzt können wir den Schalter aktivieren und dann in den Wohnbereich weiter vordringen. Ja, wer ist da? Pizza-Service. Oh, und Hunger habe ich auch noch. Kaffee und Hunger. Ganz schnell, ganz viel. Trap,
He wanted to catch me at all costs. He didn't care about me. Oh, he just kept beating me over the head with questions. I wanted to escape him, escape at all. There is no escape. You will learn that. Harte Worte wieder mal. Und was ist das eigentlich? Ist es die Oldschool-Variante davon, einen Fernseher an die Wand zu hängen, wie man heutzutage Halterung fürs Flatscreen hat? Schlag eine Wand. Oh Gott, schlag ein Loch in die Wand. Nein, schlag keine Hand. Das könnte wehtun. Schlag ein Loch in die verdammte Wand und stell deinen Fernseher rein. Das wollte ich sagen, Gott. Wirklich kein schwerer Satz, aber ein unglaublicher Fail. Leute, ich würde sagen, den Wohnbereich gucken wir uns beim nächsten Mal ein bisschen näher an. Gucken wir, also wie Glühbirne. Ich kann nicht mal mehr Glühbirne aussprechen. Oh Gott. Meine Zunge hat Knoten. Ich habe halt so viel geredet schon. Wir schauen, ob wir die verdammte Glühbirne finden beim nächsten Mal. So sieht's nämlich aus. Bis dahin. Haut rein.